heute bei Wer weiß denn sowas? Sabine Christiansen im Team mit Bernhard Hoecker. Und sie spielen gegen Nina Ruge und Elton. Alles wird gut und jetzt geht's los. Guten Abend, meine Damen und Herren. Danke, dass Sie mit dabei sind. Wir haben uns tolle Gäste eingeladen. Wir spielen mit Sabine Christiansen und Nina Ruge. Und ich hab gleich was ganz Spannendes für euch zum Anfang. Wussten Sie eigentlich, dass Haiti und Liechtenstein bis 1936 die gleiche Nationalflagge hatten? Das wusste ich noch nicht. Guck mal, das gibt es. Oben blau, unten rot. 1936 bei den Olympischen Spielen ist dem Team Liechtenstein das dann aufgefallen. Die haben das dann zu Hause erzählt und daraufhin hat Liechtenstein dann den Fürstenhut in die Nationalflagge eingebaut. Ein Fürstenhut? Die haben ja so einen Fürstenhut. Ach, das wusste ich auch nicht. Ja, verrückt, oder? Was man hier alles erfährt, oder? Ja, hat sich doch jetzt schon das Einschalten gelohnt. Sie können auch wieder mit unserer App mitspielen, ja, die Quiz-App. Aber mehr für unsere Zuschauer hier im Studio interessant als für Sie zu Hause ist die Frage, wie die Publikumsverteilung heute ausschaut. Unsere Zuschauer dürfen sich immer frei entscheiden, hinter welchem Team sie Platz nehmen. Hinter Bernhard und Sabine Christiansen sitzen 77 Zuschauer. Hinter Elton und Nina Ruge. Hinter Elton und Nina Ruge sind es 45. die aber laut sind wie 77. Ja? So, und wir haben auch heute wieder 12 Kategorien. Und hinter jeder Kategorie verbirgt sich eine niegelnagelneue Frage. Hier ist die Wand. Die 12 Kategorien heute sind zu Hause, Essen und Trinken, im Büro, was bin ich, im Labor, andere Länder, andere Sitten, clever, tierisch, total genial, über den Wolken, im Wald und Fragezeichen. Jede richtige Antwort 500 Euro. Ein Publikumsjoker für beide Teams. Und das Team, das mehr Zuschauer hinter sich hat, darf die erste. Das ist doch schön. Wir fangen mal zu Hause an. Wir fangen zu Hause an. Das wundert mich jetzt ehrlich gesagt, aber warum nicht? Warum? Naja, ich komme später drauf. Wir sind heimlich. Wir nehmen die Kategorie. Aus der Kategorie zu Hause. Wo sollten Rauchmelder in einem Zimmer mit Dachschrägen befestigt werden? A. In direkter Nähe zur Tür. B. Etwa 50 cm von der Deckenspitze entfernt. Oder C. An einer geraden Wand. Nee, an der Wand sitzen die nie. Die sitzen nie an der Decke. Also B. Wir sind sehr schnell für B. Also wir sind in direkter Nähe. Der Rauch zieht nach oben. Ja. Und deshalb muss man so hoch wie möglich machen. Wahrscheinlich 50 cm tiefer. Ich habe noch nie einen Rauchmelder gesehen, der an der Wand sitzt. Nee. Sonst sitzen die mal alle an der Decke. Nee, hast du schon mal unterm Dach gewohnt? Also so richtig so oder immer noch? Ja, so auch. Ja. Ja. Also wir haben Dachschrägen und da hängt keiner an der geraden Wand. Bei uns auch nicht. Nee, das kann. Oder unsere hängen falsch. Kann natürlich das kann sein. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Das weiß man nicht. Wir nehmen jetzt B. Und wenn das falsch ist, muss ich schnell nach Hause und ein paar Dinge verändern. Ja, ich rufe auch gleich mal an, dass wir da falsch sind zu Hause. Silvester wird das mit den Rauchmeldern hier und da wieder ein Thema. Ja. Wenn es so kalt ist, dass man mit dem Feuerwerk nicht rausgehen will, dann muss man vorher nicht, dann musst du und nicht, auch, machst nicht du gerne die Fenster drin, offen lassen an Silvester, ne? So eine verirrte Rakete. Ja. Nee, sonst fliegt die raus, das ist total gefährlich. Machst es nicht mehr so drin, ne? Also, habe ich schon gemacht, in geschlossenen Räumen Feuerwerkskörper so total geil. Doch. Das ist wirklich cool. Okay, haben alle überlebt? Nee, es war keiner mit drin. Was? Es war nur für sich allein. Seitdem fehlen dir die Haare oben. Seitdem, ja, genau. Das macht er nie wieder. Das ist okay. Hast du schon B? Antwort B. Und hier kommt sofort für Sie die Aufgabe. Das ist richtig. In Räumen mit einer Deckenneigung von über 20 Grad können sich in der Deckenspitze Wärmepolster bilden, die den Rauchzutritt zum Rauchmelder behindern. Daher sollte der Rauchmelder in diesen Räumen mindestens einen halben Meter und höchstens einen Meter von der Deckenspitze entfernt montiert werden. Wir bleiben hier.
Die ersten 500 Euro, hat's ein bisschen Puls? Was war das? Ja. Wie? Ja? Na ja. Ja. Gut, was passiert, wenn wir falsch liegen? Ja, das ist mir dann egal. Du bist Gast. Ach, also, wenn du gerne, wir nehmen doch nicht die Kategorie, du die vielleicht in zutraust. Okay. Was nehmt ihr denn? Ja, doch, dann machen wir das. Doch, doch, wir nehmen die du möchtest. Doch, doch. Über den Wolken? Ja, wir nehmen über den Wolken. Oh, wow. Da habe ich ja gedacht, dass ihr das sofort nehmt. Nee, ich hatte nicht gedacht, warum? Dass die das nehmen. Ja. Na ja. Frage: Womit flog der Brite Tom Morgan 2,5 Kilometer hoch und 24 Kilometer weit über Südafrika? A. Mit Hilfe von 5 Schwänen. B. Auf einem mit Ventilatoren betriebenen fliegenden Teppich. Oder C. Im Campingstuhl an 100 Heliumballons. Okay. Eher schon. Müssen nur nicht raten. Also 5 Schwäne. Die fliegen nicht 2,5 Kilometer hoch. Da ist es ja mit der Luft schon so dünn. Stimmt. Das ist schon 2,5, stimmt. 2,5. Ja, und was ist mit einem Ventilator so hoch? Nein, es ist C. Ich glaube, ich habe sogar, das war letzt sogar erst, also ist gar nicht so lange her. Und der ist wieder runtergekommen, indem er tatsächlich die Heliumballons abgeschnitten hat. Sagen wir C. Ja, C. C. Inspiriert durch einen Animationsfilm. Ein spannendes Experiment. Der Brite Tom Morgan, Mitarbeiter einer Agentur für Abenteuer, erfüllte sich 2017 in der Nähe von Johannesburg einen Kindheitstraum. In rund 2,5 Kilometer Höhe legte er eine Strecke von 24 Kilometern zurück, und zwar in einem Campingstuhl, der an 100 Helium-Luftballons befestigt war. 2 Stunden war der 38-Jährige in seiner spektakulären Konstruktion über Südafrika unterwegs, bevor er wieder sicheren Boden unter den Füßen hatte. Bitte nicht nachmachen, nicht nachmachen. Ich hatte gar nicht überlegt, hätte ich auch gucken. Ja. Und da braucht man, glaube ich, ein paar Ballons mehr, um mich da hoch zu ziehen. Oder fliegst du halt einfach nicht so weit. So hoch, ja. Oder nicht so hoch. Ja, ihr steht auch bei 500 Euro, die Ersten. Ja, ja. Wir waren zu Hause, dann gehen wir jetzt. Ja, da waren wir lange genug und wir gehen jetzt ins Büro. Ja. Im Büro. Ja, man muss ja auch mal was tun. Was empfiehlt die Ivy Lee-Methode, die seit rund 100 Jahren in der Wirtschaft erfolgreich umgesetzt wird? A. Arbeitspausen immer bis zur nächsten vollen Stunde hinauszögern. B. Abends die 6 wichtigsten Aufgaben des Folgetags priorisieren. Oder C. Jeden Tag mit dem leichtesten Arbeitsschritt beginnen. Ui. Die Ivy Lee. Also Arbeitspausen immer bis zur nächsten vollen Stunde rauszögern. Ich weiß ja nicht, wie ihr das hier macht mit eurem Takt, ja? Also wir haben jetzt aber das ist nicht so richtig in jedem Job möglich, ne? Also Arbeitspausen bis zur nächsten vollen Stunde hinauszögern. Schwierig bei vielen, oder? Ja. Manche machen auch öfter Pause, aber manche auch viel weniger Pause. Wäre nicht so ganz einfach. Abends die 6 wichtigsten Aufgaben des Folgetages priorisieren. Das heißt, man kommt morgens zur Arbeit und weiß schon, was man tun muss. Ja, du weißt das abends schon, dass du sagst, genau. Okay, morgen muss ich das und das und das erledigen. Vielleicht denkst du macht dann viel Sinn. Nachts weniger darüber nach. Genau. Und bist entspannter. Ja, sagst du, habe ich schon auf meinem Zettel im Büro stehen, das muss ich machen. Jeden Tag mit dem leichtesten Arbeitsschritt beginnen. Ist natürlich schön. Also du kommst erstmal hin und der erste Arbeitsschritt ist Computer an. Computer an. So, zweiter Arbeitsschritt ist zurücklegen. Brot holen. Kaffee kochen. Dann Kaffee kochen, dass man erstmal reinkommt in den Tag. Genau. Also ich bin B oder C. Das ist kaum empfehlenswert, das C, weil du dann die wichtigen Aufgaben eventuell bis kurz vor 18 Uhr auch noch nicht erledigt hast und sie dann doch wieder für den Folgetag priorisierst vielleicht. Also deswegen könnte man vielleicht... Du bist am ehesten für B, ne? Weiß ich nicht, ob du jeden Tag mit dem leichtesten Arbeitsschritt... A nehmen wir nicht, C willst du auch nicht, dann nehmen wir B. Sabine hat ja viele erfolgreiche Menschen aus der Wirtschaft schon kennengelernt. Schon mal gehört davon? Die würden Sie sicher kennen, die Ivy Lee-Methode. Der US-Amerikaner Ivy Lee begründete die moderne Öffentlichkeitsarbeit und entwickelte zudem 1918 eine effektive Arbeitsmethode. Jeden Abend die 6 wichtigsten Aufgaben des Folgetags nach Priorität sortieren. Am nächsten Morgen direkt ohne Umwege mit der ersten Aufgabe anfangen und die Liste von oben nach unten konsequent abarbeiten. Die Ivy Lee-Methode verhindert damit Multitasking
und die Prioritäten wirken der Aufschieberei entgegen. Sehr gut. Zweite Frage, zweite richtige Antwort. 1.000 Euro. Ich glaube, wir können auch in den Wald gehen. Ja. Könnt ihr das ankündigen? Ich bin, ist so bin auch ein bisschen schreckhaft so. Ja, total. Wie geht's bei euch weiter? Ich liebe Tiere. Ja. Tierisch, tierisch. Tierisch. Oder war Essen, Trinken? Ich bin Vegetarierin, Schatz. Ach so, okay. Wie macht der im afrikanischen Regenwald beheimatete Rotflankenbreitrachen auf sich aufmerksam? A. Er zwitschert mit den Flügeln. B. Er bläst in hohle Zweige. Oder C. Er steckt sich fremde Federn an. Ich glaube, das ist C. Der Rotflankenbreitrachen. Also afrikanischer Regenwald und Breitrachen. Breitrachen müsste eigentlich ein Vogel sein, ne? So. Also die haben ja meistens einen riesen Rachen, damit die kleinen Babys darauf aufmerksam, nicht? Bläst in hohle Zweige, steckt sich fremde Federn, zwitschert mit. Ja, ich nehme auch mal an, dass es ein Vogel sein muss, weil er zwitschert mit den Flügeln. Mhm. Aber und hier Federn, ne? Das ist ein Vogel. Ich glaube, das ist C. Der nimmt echt buntere Federn und steckt sich die an, damit er cooler aussieht. Weil warum soll er in hohle Zweige blasen? Weil er selber eine blöde Stimme hat, oder was? Ja, und also ich denke mal, wenn es ein Vogel ist, der kann nicht gut. Was ist mit euch? Der kann, also können Vögel blasen? Ja, sie können zumindest doch atmen und zumindest ja, ausatmen. Aber, das ist ja auch eine Art. Aber das kommt dann auch gleichzeitig durch die Nase. Die haben ja auch Nasenlöcher, die können das ja nicht zumachen, die Nase. Ah, ja. Also, und mit den Flügeln zwitschern habe ich eigentlich mir noch nie vorstellen können. Mal diesen hier, oder? Aber vielleicht ist das ja auch was fürs Publikum. Vielleicht ist das ja so eine Kreuzworträtselfrage so. Also, ich kann mir nur ziemlich vorstellen, das Problem ist jetzt, pass auf, das mein Problem ist, normalerweise sage ich ja, das ist mir zu einfach. Ja. So, ich nehme es jetzt aber trotzdem. Weißt du nur, was passiert, wenn es das jetzt nicht ist? Dann waren wir naiv. Dann habe ich eine Riesenpsychose. Dann werde ich wieder sagen, nee, das ist mir zu einfach, das nehme ich. Aber wir sind doch beide bei C. Ja, wir nehmen C. Wir nehmen C. Hm. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Elton sich mit fremden Vögeln Nein, mit Vögeln auskennt. Der im afrikanischen Regenwald lebende Rotflankenbreitrachen hat ein ganz besonderes Balzritual. Dabei schlägt der nur 13 cm große Vogel seine Flügel nach unten, wodurch die Luftströmung an zwei bestimmten Federn zu lautstarken Vibrationen führt. Die als P6 und P7 bezeichneten Federn flattern dabei mit einer Frequenz von rund 1000 Hertz, wodurch ein markantes Squeak über 100 Meter weit zu hören ist. Er zwitschert sozusagen mit seinen Flügeln. Oh, oh nein! Jetzt falle ich wieder. Oh nein, jetzt haben wir wieder dieses Trauma, was wir zu bewältigen haben. Ja, die Nina baut den Elton jetzt ein bisschen auf und wir spielen in der Zwischenzeit die nächste also, Frage. Hier nach bitte. Der Arbeit geht es natürlich an die frische Luft in den Wald. Zu Hause, im Büro, im Wald. Wird ein Eichhörnchenbaby gefunden, sollte es als erste Hilfemaßnahme A. pürierte Johannisbeeren zu fressen bekommen, B. tröpfchenweise warmes Honigwasser trinken oder C. mit dem Föhn einige Minuten erwärmt werden. Könnten wir diese Rotflanken-Dingsbums-Frage nochmal haben? Wir diese hat sie ja sofort gesagt, Flügel. Habe ich hier nicht gekauft. So, pürierte Johannisbeeren zu fressen bekommen. Nee. Also halte ich. Glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Also es geht ja um ein Baby. Ich esse ja sonst auch keine Johannisbeeren. Es kommt natürlich darauf an, wie lange das am Boden gelegen hat. Wenn ich das einige Minuten erwärmt habe, was passiert denn dann? Quillt das dann auf und ist erwachsen? Also, was? Quatsch! Ja, eben. Also, was? Quatsch. Aber stell dir mal vor, es ist da runtergefallen, dann ist es ja aus dem warmen Nest gefallen sozusagen, genau, aus seinem Brutkasten da, aus dem Bau. Und dann ist es da unten eventuell schon ziemlich kalt gewesen. Mit dem Föhn?
Wie? Meinst du, damit die Frisur wieder sitzt? Ja, also, natürlich. Guck mal, so ein Eichhörnchen-Puschel da hinten dran, das muss ja erstmal schön hochgeföhnt werden und wieder hübsch gemacht werden und so. Du meinst, nein, das draußen lassen? Der braucht einfach natürlich wieder eine Körpertemperatur, um alle Körperfunktionen wieder in Gang zu kriegen. Wenn der da jetzt in dem kalten Blätterwald gelegen hat, was dann? Wie gesagt, je nachdem, wie lange er da gelegen hat. Also, oder? Warmes Honigwasser. Also, Johannisbeeren würde ich ausschließen. Ich hatte aber tröpfchenweise warmes Honigwasser. Das fand ich irgendwie als Muttermilchersatz, weißt du? Energie, Zucker und Flüssigkeit. Das ist das, was das Tier braucht. Das macht stutzig, macht es erste Hilfe. Das ist, wenn du das dann hast und eine Weile lang ernähren musst. Das ist aber keine erste Hilfe. Das ist halt eine Versorgung eines Babys. Die erste Hilfe. Das ist der Punkt. Das Einzige, was erste nur der Hilfe Föhn sein. Ist C. Weil ich gehe ja auch nicht hin, wenn ich jemanden sehe, der, keine Ahnung, gestolpert ist, ist auf die Nase geknallt oder so, da rennst du ja auch nicht hin und gibst dem dann erstmal zu trinken. Sondern erstmal wärmen. Dann plustert sich auch das Fell auf, weil es trocknet. Und dann kannst du... Und die Körpertemperatur kommt wieder... Genau. Und als zweite Hilfe... Zu welchem Schluss führt kannst du dem immer noch Wasser geben. Genau. Ja. Deshalb tippen C. wir jetzt auf C. Mhm. C. Alles klar. Und wenn Sie demnächst spazieren gehen, meine Damen und Herren... Nehmen Sie einen Föhn mit. Immer schön einen Föhn mitnehmen, ne? Wird ein mutterloses Eichhörnchenbaby gefunden, sollte es zur Erstversorgung zu Hause sicher in einen mit Handtüchern gepolsterten Korb oder Karton gelegt werden. Um das Jungtier zu wärmen, kann eine Wärmflasche oder ein Handwärmer unter das Handtuch platziert werden. Oft sind die Babys ausgetrocknet und benötigen Flüssigkeit. Dazu Fencheltee oder 150 ml abgekochtes Wasser mit einem Teelöffel Honig und einer Prise Salz mischen. Die Mischung sollte handwarm sein und mit einer kleinen, nadellosen Spritze vorsichtig tropfenweise ins Mäulchen gegeben werden. Moment mal. Bitte. Also wir sind. Bitte keine Eichhörnchenbabys föhnen. Doch. Ja, das mögen die gar nicht. Ja, wieso legst du denn da eine Wärmflasche rein? Ja, aber das ist ja eine andere Form von Wärmezufuhr als bei einem Föhn. Aber das war die erste Hilfe. Erstmal das Tierchen wärmen. Ja, aber eben nicht mit einem Föhn, mit einer Wärmflasche. Es bleibt erstmal bei 1000 Euro. Und bei euch können es jetzt 1000 Euro werden? Ich würde gerne Essen und Trinken nehmen. Aha. Danke. Die nehmen Essen und Trinken. Der Alaska-Seelachs ist A. fettreicher als anderer Lachs, B. an seiner von Natur aus intensiv roten Farbe zu erkennen oder C. eigentlich ein Dorsch. C. Elton, bist du sicher? Ich bin bei C. Das ist kein Lachs. Seelachs ist allgemein kein Lachs. Stimmt. Da hast du recht. Seelachs ist kein Lachs. Deswegen ist, glaube ich, der Alaska-Seelachs eher ein Dorsch. Nee, wir dürfen nicht zurück. Ach so. Das sind auch mehr die anderen, die flüstern. Ja, ich bin Vegetarierin, also jetzt auch bist du dran. Aber ich würde dich unterstützen, dass aber so ein stark Seelachs Vegetarier ist auch kein Fisch. Ist auch kein Fisch. Auch kein Fisch. Mhm. Tja, was machst du jetzt? Ich nehme C. Ja, gut, ich bin bei dir. Ich finde das ganz schön hohes Risiko, was du jetzt gehst. Ja? Weil das erscheint mir fast zu einfach. Die Depression. Der Alaska-Seelachs lebt im Nordpazifik und ist in Deutschland einer der beliebtesten Speisefische, zum Beispiel in Form von Fischstäbchen oder Schlemmerfilets. Allerdings handelt es sich um keinen Verwandten des Lachses, sondern um einen Dorsch, der auch als Alaska-Pollack bekannt ist. Der Name Seelachs wurde von der Lebensmittelindustrie eingeführt, als echter Lachs knapper und teurer wurde. Als preiswerter Ersatz wurde eingefärbter Pollack als Seelachs angeboten. Sehr gut. Damit kommen wir euch mit 500 Euro um drauf. Auch ihr steht jetzt bei 1000. Wir gehen jetzt. So, darf es ein bisschen mehr sein? Ja, wir bleiben konsequent. Ja. Wir waren zu Hause, im Büro, im Wald, deshalb sind wir jetzt im Labor. Physikalisch betrachtet, A, ist ein Diamant weicher als Plastik? B, kann ein Flummi nicht hochspringen? Oder C, gleicht die Molekülstruktur von Glas der von Flüssigkeiten? Also. Also.
Das ist schwer. Ist Diamant weicher als Plastik? Also das Erste finde ich schon mal sehr lustig. Physikalisch betrachtet kann ein Flummi nicht hochspringen. Wenn er es trotzdem tut, wird er wissen, wie er es macht. Also denke ich auch. Der Flummi weiß das schon. So, deshalb ja, weil und, das wird gedehnt und dann geht's. Das, und wenn Diamanten weicher wären als Plastik, dann würden auch viele Frauen sagen, oh, weiß ich nicht, ob ich das Teil noch haben möchte, so gerne zu Weihnachten. Aber man sagt, dass Glas eine Flüssigkeit ist. Das habe ich schon mal gehört. Ob das jetzt genau stimmt oder wie, das ist, also wenn du eine Glasplatte hinlegst und die guckt rüber, dann biegt die sich wohl im Laufe der Zeit rüber. Ist sehr langsame Flüssigkeit. Aber so eine, es ist eher eine Art Flüssigkeit. Es gibt die Legende, dass die Butzenscheiben in Kirchen, dass die unten dicker sind als damit oben, genau dagegen weil das runtergeflossen ist. Aber man hat sie nur umgedreht, weil sie einfach dicker sind. Okay. Also, ich bin hier... Also, Diamant weicher als Plastik? Nee, das glaube ich nicht. Also Diamant geht kaputt, wenn du drauf haust. Das ist aber weicher. Diamant ist das härteste Material, was es gibt. Hier, ihr habt ja auch noch die ganzen Physikstudenten hinter euch, ne? Die. Ja, die hätten wir gebrauchen können im Wald. Da gerade. Ja. Mit deinem, was macht ihr? Wobei die hätten alle geföhnt, glaube ich. Mit der, ich glaube, die hätten auch geföhnt. Ich bin bei C, weil ich das mal gehört habe, dass das. Irgendwie nur so. Ich habe das mal. Kann natürlich falsch sein. Aber ja, vielleicht ist es richtig, dass er eigentlich physikalisch nicht hochspringen kann. Aber wenn er es dann trotzdem tut, ist es wie die Hummel, die ja physikalisch ist, nicht... Genau. Wenn sie es aber trotzdem tut, muss es ja auch physikalisch gehen. Und wenn ein Flummi nicht hochspringen kann physikalisch, dann wird er es nicht tun. Wenn er es doch kann, muss es physikalisch nur erklären. Vielleicht ist es nicht chemisch. Aber ich gehe für C. Ich auch. Dann lass uns noch was drüber reden. Sollen wir C nehmen? Wir nehmen C. Wir nehmen C. Wir reden gleich noch drüber. Wir gehen ins Labor. Bei der Herstellung von Glas wird Quarzsand oder Siliziumdioxid geschmolzen, in Form gebracht und abgekühlt. Dabei erstarren die Moleküle. Doch sie sind nicht in einem für feste Gegenstände typischen geordneten Gittermuster angeordnet, sondern unordentlich, ähnlich wie bei Flüssigkeiten. Nichtsdestotrotz fühlt sich Glas fest an. Deswegen ist Glas physikalisch betrachtet weder richtig flüssig noch fest, sondern amorph. Die Gläser klingen, ihr steht bei 1.500 Euro. Ja! Jetzt warst du vorgewarnt, Alnir. So langsam habe ich mich dran gewöhnt. Trotzdem nicht mit Geld. Dankeschön. Andere Länder, andere Sitten. Wer mit dem Auto im Winter nach Österreich fährt, sollte aufpassen, denn dort A, gelten Reifen mit weniger als 4 mm Profil als Sommerreifen. B, muss in manchen Regionen eine Frostschutztaxe bezahlen. Oder C, darf bei Schnee in Parkbuchten nur vorwärts einparken. Ihr müsst also gar nicht. C, halt ich für. Ich meine, Nina ist in München. Das ist ganz, ich fahre täglich. Bist ja nah nach dran. Österreich, genau. Hm? Also, pass auf. Diese Reifen mit weniger als 4 mm Profil. 4 mm ist doch eh nix. Ein Winterreifen muss doch eh viel mehr haben. Hm? Ja. Also ich finde, alles ist falsch. Alles ist falsch. Mhm. Also jetzt gehen wir noch mal ganz nüchtern durch. Bei Schnee in Parkbuchten darf nur vorwärts eingeparkt werden. Aber es gibt doch immer noch Autos mit Vorder- und Hinterradantrieb. Da ja, ist es doch eigentlich... C macht für mich keinen Sinn. Warum soll das... Also es ist immer sicherer, glaube ich, rückwärts einzuparken. Egal, ob mit... Na gut, wenn die sich durchdrehen... Aber das, nein, also C schließt sich aus. Mhm. Also, was macht denn Sinn für dich? Ja, ich bin bei A oder B. Warum sollte man aber Steuern, also Taxe bezahlen für Frostschutzmittel? In manchen Regionen... Aber Frostschutz jetzt, du musst doch sowieso Frostschutzmittel in dein Auto einfüllen. Da musst du doch keine Steuer bezahlen dafür. Ja, vielleicht um hier ordentlich Kohle, dass die ordentlich Kohle verdienen. Du musst es machen und dann auch noch Steuer dafür bezahlen. Du hast recht, es kann eigentlich nur, selbst wenn... Also jetzt wenn, sag mir mal, was schätzt du, was hat ein Winterreifen, wie viel Millimeter Profil? Ich habe keine Ahnung, aber... Soll ja immer irgendwie, früher war es glaube ich ein Pfennig oder sowas, und wenn man dann nicht mehr die Jahreszahl sieht, dann ist es zu wenig, glaube ich mal. Aber das kann ja nur Eigentlich kann es nur A sein. Das sind Winterreifen,
Oder wollen wir unseren Joker ziehen? Lass mich annehmen. Ich finde A ganz gut. Ja, das kommt mit dem A. Okay. Ich bin überstimmt. Hm? Tja, wenn das in Österreich so ist, heißt das ja nicht, dass es in Deutschland nicht auch so sein kann, oder? Wer Winterreifen aufzieht, sollte unbedingt auf das Profil achten. Denn je weniger Profil ein Reifen noch hat, desto schlechter sind Haftung und Bremsverhalten auf winterlichen Straßen. Deshalb ist in Deutschland per Gesetz ein Profil von mindestens 1,6 mm vorgeschrieben. Besonders aufpassen müssen Winterurlauber, die mit ihrem Auto nach Österreich fahren. Dort gelten Reifen mit weniger als 4 mm Profil als Sommerreifen und nicht mehr als wintertauglich. Aber empfohlen werden in Deutschland auch 4 mm. Ja, ja, ja. Aber hier schneit es natürlich nicht so viel und in so vielen Regionen wie in Österreich. Also, es steht nach wie vor unentschieden. Und wir haben noch 4 Kategorien. Was bin ich? Clever, total genial und das Fragezeichen. Na, nachdem ihr jetzt schon überall wart, bin ich gespannt, wo ihr jetzt hingeht. Total. Ich weiß nicht mehr. Was bin ich? Wir haben keine Ahnung, wir sind überfordert. Total genial. So. Fragezeichen. Eine improvisierte Lupe lässt sich herstellen mit Hilfe von Glasteller. A. Suppenkelle und Götterspeise. B. Flüssigkleber und Transparentpapier. Oder C. rohem Ei und PET-Flasche. Also immer Glasteller und Suppenkelle, Götterspeise, Flüssigkleber, Transparentpapier oder rohem Ei und PET-Flasche. Ein Glasteller. Also, wir haben einen Glasteller. Und einen Föhn natürlich. Ja, natürlich. Hör mal zu. Als erste Hilfe. Bevor dieses arme kleine Eichhörnchen stirbt, föhnig ist. Ja? Der Kai hat schon Leute aus der Sendung geworfen. Echt? Leider nicht. Kann manchmal, hat er nie gemacht. Kann er so rabiat sein? Kann sehr rabiat sein. Wobei, wenn jemand Eichhörnchenbabys dehydriert, da kenne ich keinen Spaß. Rohes Ei und PET-Flasche. Was soll man da machen? Ich hau die da rein. Du musst erst das rohe Ei, also hast du dein Glas. Also wir gehen schon vom Eiweiß aus, weil natürlich Eigelb ist doof, da kannst du ja nicht durchgucken. Da gehen wir schon mal von aus. Da rein, das halte ich aber für... Na warte mal, wenn du das da rein tust, was machst du in die PET-Flasche? Ja. Und drüber? Habe ich noch nicht ausprobiert, vielleicht hat das einen Lupeneffekt. Also ich wüsste nicht wie. Also eine Lupe ist ja eine konkave oder konvex geformte Glaselement. Ach, jetzt geht das wieder los. So. Ja, das dauert jetzt halt einen Augenblick. Auf einer Seite glatt und auf der anderen Seite gebogen. Richtig. Also deshalb jetzt würde ich auch den Flüssigkleber ausschließen mit Transparentpapier. Suppenkelle und Götterspeise. Eine Suppenkelle ist rund. Ach was. So, ja, da machst du die Götterspeise rein. Ja. Und dann hast du eine wirklich wunderschöne konkave Form auf der einen Seite und gerade auf der anderen. Und dann machst du... Und dann drehst du auf den Glasteller und dann hast du so eine Lupe. So eine Lupe. Also am ehesten A. Am ehesten ist A. Also wir müssen zu einer Entscheidung aber, kommen. Ja. Ach was, ja. Wir haben noch Zeit. Ja, wir haben schon Zeit. Wir diskutieren das erst noch mit unserem Publikum. Ja, 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 ist schon klar. Das könnten wir machen, wir könnten das Publikum fragen. A. 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 Ah! Hinten ist man entsetzt. Ah! Uiuiui! B. Das ist, dann nehmen wir B. Bei kleingeschriebenen Texten ist eine Lupe hilfreich. Hat man jedoch keine zur Hand, kann man sich mit folgendem Trick behelfen. Dazu etwas Götterspeise anrühren und in eine Küchenkreise. Nach dem Aushärten mit der flachen Seite auf einen Glasteller legen und damit über den Text fahren. Die Buchstaben erscheinen nun im Wackelpudding größer. Die Kelle gibt der Götterspeise eine konvexe Form, in der sich das Licht sammelt. Darunterliegende Objekte werden so optisch etwas vergrößert. Das sind mal taktische Tipps, die man hier bekommt. So, richtige Antwort, sehr gut gelöst. Ihr steht bei 2000 Euro. Ich glaube, ich habe gerade zum ersten Mal die Regeln von dieser Sendung gelesen. Ja. Das liegt so klein bei uns in der Garderobe. Ihr dürft noch mal wählen. Clever. Ich weiß nicht, warum Götterspeise zu Hause. Und wir haben immer noch das Publikum. Das ist gut. Eine Datei auf einer Festplatte ist erst dann wirklich gelöscht, wenn A. der Papierkorb vollständig entleert wurde, B. die Festplatte vollständig vom Strom getrennt wurde oder C. die Datei vollständig überschrieben wurde.
Ja, jetzt haben wir wieder das Problem. Weil es kann nur C sein. Also wenn du die Festplatte vollständig vom Strom getrennt wird, also du ziehst den Stecker raus, Blödsinn. Also dann ist die immer ja noch da. Stecker wieder rein. Papierkorb, dann ist die nur nicht mehr sichtbar, aber die ist immer noch irgendwo auf der Festplatte drauf. Du kannst die, glaube ich, irgendeiner kann die immer noch wieder zurückholen. Wenn die Datei aber vollständig überschrieben wurde, also sogar soll man ja sogar mehrfach, dann ist das nicht mehr lesbar, dann ist die wirklich gelöscht. Also es kann eigentlich nur C sein, aber ich habe ja wieder mein Trauma. Bist du richtig computerfirm? Bist du so im Löschen nicht so. Die Datei vollständig überschreiben heißt einfach, ich schreibe da nochmal neu drauf? Ja, das also macht der Rechner. Also wenn du löscht oder was löschen willst, dann machst du hier sicherheitstechnisch und dann schreibt der da irgendwie andere Daten kannst du oder Zahlen rüber. Kannst du automatisieren? Das kann man automatisieren. Das erscheint mir zu leicht eigentlich, ja? Aber hey, bevor ich noch mal, wir nehmen C. Wie schade. Der Held möchte nicht noch mal länger drüber nachdenken. Ja, die sind nie wirklich weg. Die sind ich kenne immer nur diesen Warnhinweis, wenn man den Papierkorb leert. Wollen Sie wirklich löschen? Ja. Aha. Soll eine Datei vollständig von einer Festplatte verschwinden, so reicht es nicht aus, sie per Mausklick zu löschen. Sie ist nämlich weiterhin auf der Festplatte auffindbar. Es wurden nicht die Daten gelöscht, sondern lediglich die Verweise zu diesen Daten. Mit besonderer Software können sie deshalb leicht wiederhergestellt werden, sogar wenn sie schon teilweise überschrieben wurden. Wirklich verschwunden ist eine Datei daher erst, wenn sie vollständig mit neuen Daten überschrieben wurde. Genau so ist es. 500 Euro dazu, ihr steht bei 2000. Super, oder? So, für beide Teams noch jeweils eine Frage. Ihr habt noch einmal die Wahl. Fragezeichen. Fragezeichen. Was Billiges schwer. Ist zu, ja, was ist im Zeitungsarchiv der britischen Nationalbibliothek nicht mehr möglich, seitdem es 2014 aufgerüstet wurde? A. Ohne Infrarotkamera einen Artikel zu lesen. B. Ein Streichholz zu entzünden. Oder C. Den Boden mit den Füßen zu berühren. Also meine Idee war, dass es komplett digitalisiert. Das heißt, du kannst es gar nicht mehr besuchen. Du kannst es nur noch online angucken. Das wäre meine Idee gewesen. Du musst aber mit diesem A, B, C leben. Genau, und dann würde B und C stimmen. Weißt du was? Wir fragen das Publikum. Es ist uns eigentlich auch ein Stück weit total egal, oder? Wir haben gar keine Verantwortung. Wir geben denn die ab. Hinter uns sitzen die breiten Schultern, die das stemmen können. Wow. Wir geben die Verantwortung. Beides sehr spannend. Gleich hat es einer gesehen. Na? Oh. Warte, ich drehe mich auch mal andersrum. Soll mal gucken? Wer war denn schon mal im... Das war auf jeden Fall mit sehr viel Überzeugung, dieses Aufstehen. So. Ist das irgendwas oben Tag. Ingo. Hallo Ingo, wo kommst du her? Aus Steinfurt. Aha. Ingo, du hast einen festen Händedruck. Was machst du beruflich? Ich bin Geschäftsführer. Oh, na dann, das ist klar, das erklärt einiges. In was für einer Branche? Heizungssanitär. Mhm. Okay, du hast eine Idee dazu? Steinfurt ist ja nicht gerade um die Ecke. Das ist bei Münster. Ja, ja, nee, deswegen. Ja. Ja. Also ich würde B sagen, weil ich gehe davon aus, mit Halonanlagen viel Papier, dass dort direkt der Sauerstoff abgezogen wird. Ja, also Halonanlagen, das wäre jetzt das Stichwort gewesen. Ne? Sehr geil. Das schauen wir mal, ob das hier zur richtigen Lösung führt. Wir folgen dir. Ich wette. 2014 wurde im britischen Örtchen Boston Spa ein Hightech-Archiv der britischen Nationalbibliothek eröffnet. 60 Millionen Zeitungen, einige bis zu 300 Jahre alt, werden hier gelagert. Den Transport der sensiblen Zeitdokumente übernehmen Roboter. Menschen sind hier in der Minderzahl. Ein längerer Aufenthalt wäre auch nicht empfehlenswert. Um die Brandgefahr zu beseitigen, wurde der Sauerstoffgehalt im Archiv auf 14,6% gesenkt. Ein Streichholz kann hier nicht entzündet werden. Sehr gut, richtige Antwort. Grüße nach Steinfurt. Ja? Hervorragend. Alles richtig gemacht und damit steht ihr bei 2.000.
2.500 Euro. Sehr schön. Wäre nicht ganz unwichtig für das Finale, dass ihr jetzt die letzte Frage auch richtig beantwortet. Das ist gleich eure Frage. Eine sogenannte Karstenfigur findet sich A. während einer Kür im Turniertanz, B. in vielen Gemälden Pablo Picassos oder C. auf Stadtplänen von Berlin. Ich hab ganz einfach. Eine sogenannte Karstenfigur findet sich. In vielen Gemälden Pablo Picassos. Ja. Also, da tauchen immer wieder Frauen auf. Das, Karsten klingt nicht nach Frau. Ich halte auf Stadtplänen von Berlin. Warum nur Berlin? Ich halte im Turniertanz für am langweiligsten. Was kann denn das in Stadtplänen von Berlin sein? Was kann... Also, du bist ein bisschen... Während einer Kür im Turniertanz könnte schon sein, dass es eine sogenannte Figur ist, ja, die nur in der Kür auftauchen darf. Also, wir wissen es nicht. Ja. Und wir fragen das Publikum. Und die kommen ja mal zufällig die aus sehen Berlin, alle wahnsinnig beseelt aus. Ist hier einer gewusst? Kommt jemand aus Berlin? Das ist süß. Ja. Zwei Gäste aus Finnland sehe ich. Ja. So, wer hat eine Idee? Ja, Picasso, der hat ja auch manchmal so abstrakt gemalt. Ja, okay. Aber ich weiß es nicht. Ja, genau. Man muss sich noch mal was trauen, wollte ich gerade sagen. Ja? Grüß dich. Hallo. Hallo. Christian. Hallo, Christian. Gucken wir mal hier auf die Frage. Was glaubst du denn? Also C können die ausschließen, B macht keinen Sinn, ich würde A nehmen. Hm? Bist du ein gut? So einfach geht das. Ey, Mann, das hätte ich ja... Wollte ich gerade sagen. Letztlich. Elton, das ist eine Form der Entscheidungsfindung, die würde ich mir mal von dir wünschen. Okay, Christian, dann haben wir Antwort. Bist du ein guter Tänzer? Unheimlich. Ja. Der Wahnsinn. Hätte ich auch drauf getippt. Ja. So, A ist eingeloggt. Die sogenannte Karsten-Figur wurde benannt nach ihrem Erfinder Johann Anton Wilhelm von Karsten. Der als Landentwickler tätige Karsten plante 1870 die erste dieser aus Viereckpunkten bestehenden Straßenstruktur. Im heutigen Berliner Stadtteil Wilmersdorf bilden Fasanenplatz, Nürnberger Platz, Prager Platz und Nikolsburger Platz diese erste Karstenfigur. Ein Jahr später wurde auch in Friedenau eine solche Struktur angelegt. Christian, wir haben was gelernt. Ja, alles gut. Die Daumen fürs Finale. Aber ich glaube, ihr hättet euch auch eher nicht für C entschieden wahrscheinlich, ne? Weil ich so blöd war. Ah, ja. Aus der Städteplanung kommt es. So, wir schauen mal auf den Zwischenstand. Ich hab nichts mit denen zu tun. Bernhard und Sabine Christiansen haben 2.500 Euro erspielt. Elton und Nina Ruge 2.000 Euro. Und die Entscheidung fällt jetzt im Finale. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Literatur. Literatur kannst du doch. Du kannst auch lesen. Okay, wenn du es möchtest. Das ist deine Entscheidung. Ja. Also jetzt. Nein, das mit der Eins ist ja lächerlich. Also 1,5. Was hältst du davon? Mach mal. Nicht alles. 20 Sekunden, ja? Nein. Das machen wir nicht. Machen wir nicht? Was denn? So, was hältst du davon? So, Entscheidung, auf geht's. Mach doch. So, mach doch. Mach doch. Wir haben ja eh recht. Na komm. Beide Teams haben gesetzt. Wir müssen jetzt mal. Hier ist die heutige Masterfrage. Wie heißt die einzige weibliche Hauptfigur im Struwwelpeter? A. Julchen, B. Paulinchen oder C. Gretchen? Ihr habt 20 Sekunden ab jetzt.
So, beide Teams haben gesetzt und getippt. Seid ihr auch ein bisschen aufgeregt? Ja! Ja! Ich schaue jetzt erstmal, was ihr gesetzt habt. Bernhard und Sabine haben gesetzt 2.357 Euro. Warum nicht? Elton und Nina haben gesetzt. Nicht nur Primzahlen. Nur Primzahlen. Alles. Jawohl. Und auf welche Antwort habt ihr gesetzt? Deshalb mussten wir mindestens, verstehst du? Bernhard und Sabine Christiansen haben getippt auf Antwort. B. Paulinchen. Elton und Nina haben getippt auf. B. Paulinchen. Tja, damit gibt es für euch nicht mehr so viel zu holen, Elton. Ja. Die männlichen Figuren waren Friedrich, Ludwig, Kasper, Wilhelm, Konrad, der Zappel Philipp, der Hans Guck in die Luft und der Robert. Und das Paulinchen war allein zu Haus. Die Eltern waren beide aus. Und das heißt, Antwort B ist richtig. Bernhard und Sabine gewinnen 4.857 Euro. Und das bedeutet für jeden von euch 63,18 Euro. Vielen Dank an Nina Ruge und Sabine Christiansen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge, wer weiß, wie sowas, wieder mit dabei sind. Tschüss.